Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und frohe Weihnachten. Wir hatten ja gestern Heiligabend. Heute bereite ich schon mal Frühstück vor. Und zwar kommen meine Mama und Klaus. Gestern waren wir so spät im Bett. Es war total schön gestern den ganzen Tag und war auch sehr, sehr amüsant. Ja, ich hatte gestern Abend, als wir alles abgeräumt haben und Willi um 10 gefahren ist mit Angelina, habe ich noch hier Salate gemacht für heute und den Tisch gedeckt. Ich hatte den Geschirrspüler ausgeräumt, dachte mir, das ist ja praktisch. Dann packe ich schon mal die Teller einfach schon mal auf den Tisch, muss ich es heute Morgen nicht machen. Und dementsprechend konnten wir ein bisschen länger schlafen. Ich hatte gestern zwei Salate gemacht, also einmal Thunfischsalat, einmal Eiersalat. Und heute Morgen irgendwie um 7:30 oder so hoch, also erstmal gestern Abend um 12:30 im Bett gewesen. Heute um 7:30 ungefähr hochgekommen, geduscht, fertig gemacht, so und mein Video schon mal geschnitten. Akku blinkt gerade nicht. So, meine Mama kommt um 10 und ich mache schon mal hier Frühstück. Ich habe schon mal ein bisschen was rausgelegt und zwar die Brötchen, die werde ich heute mal aufbacken. So, Akku ist ausgetauscht. Tisch habe ich, wie gesagt, gestern Abend schon gedeckt. Und jetzt holen wir mal ein paar Sachen aus dem Kühlschrank raus mit euch. Wie gesagt, der ist proppevoll, ne? Wir haben noch echt einiges von gestern Abend noch übrig. Also die Salate, das ist einmal Eiersalat, hatte ich gestern gemacht. Thunfischsalat kann auch schon mal raus. Die Kinder haben gerufen. Schmucki macht gerade den Ofen an. Morgen. Der war eigentlich an. Du hast ihn ausgeschaltet. Mein Schmucki ist ein bisschen genervt, weil sein PC irgendwie rumspinnt. So, die Kinder haben mich gerade gerufen. Die hatten ja was von mir zu Weihnachten gestern bekommen, und zwar die Toilettenbeleuchtung. Oh mein Gott, genau. Also pass mal auf, warte mal kurz. Da seht ihr, es leuchtet überall alles, deswegen Ja, hat er jetzt auch. Wir machen erstmal das Klo auf, okay? Ja. Und jetzt, das funktioniert nur im Dunkeln. Echt? Ich kann hier so rangehen, also damit es dunkel ist. Oh. Dann leuchtet das Klo. Wie ein Lamm. Das ist Kann man extra doch. noch die Farbe. Guck mal. Jetzt ist Wie so geil ist orange. das denn? Ich finde es lustig. Ist doch irgendwie witzig. Es flackert jetzt von der Ja, Kamera. das Licht, das ist ein bisschen Flackerlicht, aber. Achso, guck mal, es gibt Mit sogar blau. blau. Geil. Ich finde es voll Wenn man ein lustig. bisschen Meeresfeeling hat. Weil es immer Kann man weggedreht so ein paar aussieht. Fische nachher schwimmen lassen, ne? Lustig. Es ist Ich finde echt es witzig. lustig. Das war doch mal eine lustige Klobeleuchtung. Ich fand das so lustig. Ich hatte das, ja, ne? Die Kinder haben gestern sich nur so amüsiert darüber, weil sie sagen, hä, wie kommt man denn darauf? Mensch, Nuki hat den Ofen schon mal in Gange bekommen. Übrigens, die Wäsche hatte ich gestern auch schon gewaschen, ne? Heute trocknet sie. Jetzt werde ich einmal die Brötchen in den Backofen schieben, damit die schon mal quasi aufbacken. Heute gibt es halt nur Aufbackbrötchen, weil ich auch gar nicht weiß, ob die Bäcker aufhaben. Und jetzt habe ich gedacht, machen wir das so. So, das Backblech ist jetzt voll. Mir passt die leider nicht drauf. Und 4 Stück muss ich dann nochmal nachschieben. Aber die können schon mal rein. Übrigens, das Wetter ist heute total schön. Die Sonne scheint. Wir müssen unbedingt morgen. Wir müssen unbedingt später mal raus. Ein bisschen an die frische Luft. Ja, der Ofen ist auch schon heiß. Ich darf die Brötchen nur nicht vergessen. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Ich hatte gestern Abend sogar die Kaffeemaschine schon quasi befüllt. Muss ich nur noch einmal auf den Knopf drücken. Wir haben so eine uralte Maschine, also so eine Kaffeemaschine. Ich hatte jetzt überlegt, mir schon irgendwann mal zwischendurch mal eine neue zu besorgen, weil diese Kanne so ein bisschen tropft. Aber irgendwie brauchen wir die auch gar nicht so, ne? Wir haben nur quasi für unseren Besuch Kaffee und das geht dann noch. Ja, jetzt genau die Eier für einmal Rührei. Weintrauben muss ich noch einmal waschen und die Salate. Jetzt muss ich aber ganz kurz hier in die Knie gehen. Bei den Salaten ist es so, ich habe jetzt ja nun einen Eiersalat gemacht. Eigentlich ganz simpel mit, also was ist da drin? Ei, ein bisschen Gewürze, frischer Schnittlauch, oh, das riecht so gut. Und Curry und Mayo, so sieht das aus. Nichts anderes. Und Thunfischsalat hatte ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt im Video. Das ist nämlich das Rezept von meiner Schwiegermutter noch. Die hat das total, also immer lecker gemacht. Allerdings fiel mir gestern Nacht ein, dass ich die Kresse vergessen habe zu kaufen. Deswegen gibt es auch Schnittlauch. Also ich habe jetzt hier 8 Eier, so ein paar kleine Tomaten, eine halbe Avocado, ein bisschen Gewürze, frischer Schnittlauch. Und das war's. Also ein Thunfisch natürlich, ne? Eine Dose Thunfisch. Jo, so sieht's aus.
Jetzt möchte ich gerne den Aufschnitt auf den Teller packen. Ich habe, glaube ich, viel zu viel Wurst und Aufschnitt. Wir haben hier Lackschinken mit Fett dran. Dann Kassler. Ich glaube, Klaus isst gerne Kassler. Aber ich glaube, es ist viel zu viel. Wahrscheinlich nur wird nur Ash und Klaus Aufschnitt essen. Nein, meine Mama, obwohl, meine Mama isst auch Aufschnitt. Und Mortadella mit Pistazien hatte ich dann auch noch geholt. Mal schauen. Und dann gibt es nochmal gleich einen Käseteller. Die meisten essen sowieso Käse und Frischkäse hier bei uns. Ich werde auch nicht so viel darauf legen. Vielleicht nochmal Salami oder so. Diese hier ist unheimlich lecker, die hole ich immer bei Edeka. Die ist ein bisschen mit Knoblauch und schmeckt wirklich total gut. Schaut mal, so sieht es aus. Ich glaube, ich werde auch nicht so viel darauf legen. Nur noch einmal Lachsschinken. Da kommt auch noch ein bisschen drauf. Diesen Lachsschinken mochte Max so gerne früher. Er hat auch diesen Fettrand gegessen. Habe ich nie verstanden, wie man so einen Fettrand essen kann. Ne? Das ist ja so ein Speck. Und das werde ich dann einfach so jetzt so drauflegen. Schau mal. So einfach mit Folie auch mit drauf. Tada, fertig. Der Tisch ist gedeckt, meine Lieben. Die Brötchen fehlen nur noch. Und so sehen die Teller aus. Ich hatte jetzt ein bisschen wieder Aufschnitt und Käse einfach verteilt. Ja, die Brötchen sind noch nicht so weit. Die hatte ich schon zwischendurch jetzt geguckt, aber die müssen nur noch ein bisschen. Das Rührei habe ich jetzt auch soweit fertig. Das mache ich aber kurz bevor meine Mama kommt, weil das hat jetzt keinen Sinn, das darauf zu stellen. Wir haben es kurz vor 10. Ich müsste jetzt auch nicht Ash wecken gehen, denn er schläft noch. Schaut mal diesen Berg von den Chips an. Das ist von gestern Abend übrig geblieben. Und Max wollte noch, also wir hatten jetzt zwei Tüten Tortilla-Chips, also diese Taquitos, aufgemacht. Dann sagte Max, ja, halt, ich bringe noch mal irgendwie was runter. Aber dann haben wir gesagt, nee, also das wäre einfach viel zu viel. Ja, sieht man mal, ne? Also gerade wenn man zum Beispiel jetzt auch ganz normal Raclette gegessen hat und dann nochmal das versucht als Nachtisch schnell zu essen. Passt nicht so ganz. Wir hatten auch diese Tortilla-Chips mit Käse überbacken in den Fähnchen. Das war auch super lecker. Aber wie gesagt, man kann davon nicht so viel essen, wenn man eher das richtige Essen ja hat. So, ich gehe jetzt einmal erschrecken, denn meine Mama kommt schon eigentlich in 10 Minuten. Mal gucken, ob die sich heute verspäten. Alles so tust. Guck mal, der schläft noch. Der hat gestern das hier Geschenk gekriegt. Das an. Ich weiß gar nicht, wie man das anmacht. Das ist so ein tolles Teil hier. Der projiziert einen Sternenhimmel an die Decke. Ja, toll. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man das Ding anbekommt. Ich weiß. Ah! Guten Morgen. Oh mein Spotzi. Es ist 10 vor 10. Oma kommt schon gleich und ich habe alles gedeckt. Bist du noch müde? Man sieht dich kaum. Warte, bis Oma kommt. Was? Aufstehen. Ich hatte die Geschenke hier alle gestapelt, die Klamotten und genauso wie hier sein Mikroskop. Saß ja gestern Abend schon, hat hier was untersucht. Jo, also ich würde sagen, wir machen hier erstmal Licht, ne? Ich weiß, ihr Frühstück ist auch schon fertig, du. Die Sonne scheint, guck mal. Tada! Das ist so schön. Wir müssen unbedingt spazieren gehen nachher. So. Ich zeige euch mal ganz teil. Hier wäre angewiesen. Das kann Ash euch nochmal zeigen in seinem Video, weil er wollte nochmal die ganzen Geschenke nochmal zeigen. Und das sieht wirklich toll aus. Das sind quasi Laser, die wirklich so einen schönen Himmel projizieren. Also das ganze Zimmer sieht so toll aus. Ich mache mal schnell das Bett. Jetzt komm mal raus. Und was er alles hier mit dabei hat, ne? Wir haben eigentlich gesagt, er soll bitte keine Kuscheltiere mit ins Bett schmuggeln, wegen seinen Allergien. Und trotzdem schmuggelt er die Tiere mitunter immer und diese Decke. Alles andere ist ja hier mit diesem Milbenbezug überzogen. 0,7 Grad haben wir. Na dann. Ihr Lieben, ich habe gerade mein Video online gestellt. Und zwar das von Heiligabend. Ich muss mich kurz aufwärmen hier.
Mit der Premiere. Oh, es war so süß. Da habt ihr so viele geschrieben und auch so schön geschrieben. Also auf jeden Fall wünsche ich auch frohe Weihnachten. Und vielen Dank, dass ihr uns guckt. Wir freuen uns immer sehr und auch über die ganzen tollen Kommentare, die ihr uns immer so hinterlasst. Also, das ist immer so irgendwie rührend. Es ist 20 nach 10 und meine Mutter ist noch nicht da. So, gut, dass ich das Rührei noch nicht gemacht habe. Und ich habe fast die letzten Brötchen vergessen. Die sind mir fast verbrannt. Eins ist auch zu dunkel geworden. Das war wieder mal rechts in der Ecke. Das heißt, das nehme ich gleich mal raus. Die anderen sind noch okay. Also, geht noch, ne? Aber das ist nicht mehr so gut. Das nehme ich gleich mal raus. Jo, alles andere ist, wie gesagt, schon fertig. Die Kinder haben hier was mit runtergebracht. Guck mal. Die, stimmt, für die Kinder habe ich keinen Aufschnitt gehabt, ne? Vegetarischen. Na gut, also, da haben die sich Wurst mitgebracht. Einmal Mayo, und zwar vegan, schmeckt auch super lecker. Und ein Avocado, hätte ich sonst auch noch gehabt, aber wie gesagt, ja gut. Also, langsam haben wir schon Hunger. Ich hatte aber auch die Kommentare bei TikTok nochmal gemacht. Da habt ihr auch so fleißig geschrieben, wir hatten gestern aber keine Zeit dazu. Und ich muss dann nochmal ganz kurz bei Insta irgendwie was posten, weil es halt eben irgendwie Weihnachten und man ist hier so in Gange und das war auch so nett gestern und deswegen war ich so ein bisschen zu kurz. Nun gut, also ich hoffe, dass meine Mutter gleich kommt. Meine Mama ist endlich da. Guck mal, die Geschenke sind schon mal da. Also das, ja, moinsen. Guten Morgen. Also, wir sind übrigens auch da. Ja, ihr seid auch da, genau. Mama hat schon hier Geschenke für alle gebracht und Salat. Es gibt Wintersalat ohne Fleisch. Wurst, genau. Ich hatte für Vegetarier. Ich habe Mama gefragt, ob sie mal mit ohne Wurst das machen kann. Cool, freuen wir uns drauf. Ja. Guten Morgen! Oh, oh, nein, es ist warm, ne, Mom? Ja. Ja. Wo ist Klausi Mausi? Adrian Klausi Mausi, Ash fehlt. Guck mal, wie schön. Ja. Oh. Ist echt, draußen ist es kalt, ne? Ja. Mhm. Ja, immer. Wir machen das Ei gleich nochmal drauf, hier Rührei. Ich habe nochmal. Ich habe die Brötchen da gemacht. Ja, stimmt. Kannst auch reinpacken. Machen wir mal schnell das Rührei. Guck mal, Oma hat das für dich auch. Der Oma, der Weihnachtsmann. Die verteilt vom Essen schon die Geschenke. Guck mal, Oma ist der Weihnachtsmann. Die Weihnachtsfrau. Ja. Alles zu ernähren. Ja, genau. Gesunde Ernährung hat Oma gesagt. Genau. Aber ein bisschen Schokolade doch. Ne? Ja. Ich wollte das mal klein kaufen und verstecken. Ne? Ja. Damit Mama und damit Papa das nicht sieht. Also Adam das nicht sieht. Ne? Ja, genau. Und für Papa neue Ernährung. Ja, das ist cool. Meine Mama hat für mich hier so eine schöne Rose. Ja. Die ist ja echt. Guck mal, wie hübsch das aussieht. Mama, das ist richtig schön. Dankeschön. Mama sollte um 10 kommen, nicht um 9. Nein, nein, nicht um 9. Um 10, um 20 nach 10 pünktlich waren die heute da. Also, nur weil wir jetzt früher unpünktlich gekommen sind, macht ihr das jetzt auch? Nein. Stimmt, wir waren früher wirklich immer zu spät. Wir kommen immer zu spät. Ja, immer. Aber wir sind letztes Mal eigentlich nicht. Das ist immer so, wenn man so viele Leute hat, die man fertig machen muss. Guck mal. Hast du schon unseren neuen Betriebsventilator hier gezeigt? Achso, nee, ja. Den haben wir gestern übrigens von Willi geschenkt bekommen. Das ist richtig, er verteilt die Hitze. Das ist richtig cool. Ja, das ist richtig cool. Mama, das ist ein Ventilator, den stellst du hier auf den Ofen und hier ist es ja alles heiß. Und er verteilt quasi die Hitze weiter. Wir brauchen noch 10 andere, die das dann überall verteilen. Nein, aber das ist sehr praktisch, ja. Ohne und Batterie? Ohne. Ja. Läuft so. Also man stellt, er wird heiß und ja. Ja, Klaus mit Hemd. Hier so voll luschig. Wir sind nicht luschig. Ich bin heute richtig mit Bluse. Ich bin auch normal angezogen. Also na, T-Shirt. Das ist doch nicht feierlich Weihnachten. Das ist sehr warm. Hier, vorbildlich. Ja, Klaus ist immer vorbildlich. Aber Klaus hat auch immer irgendwie ein Hemd an, oder? Oder Pulli? Ja. Klaus ist immer ganz hübsch angezogen. Ja. Also, wir können gleich essen. Ist alles fertig. So, guck mal, hier sind. Ich habe das Zimmer beguckt. Das war für die Schule, ne? Habt ihr das gemacht? Genau. Hier werden die Weihnachtsgeschenke gezeigt. Guck mal, was hat er für Oma rausgeholt? Ja. Das ist so viel, ne? Nein, nein, alles gut. Er hat da ja seinen Vorrat. Da war mal ein Bein von einer Fliege.
Ja. Das kannst du vergrößern und sehen, wie das aussieht. Das ist richtig krass. Und das war aber das echte Bein, ne, Ash? Das Bein ist ja total klein eigentlich, aber in diesem Mikroskop siehst du das so groß. Und das sind voll die Haare. Ja, wollte ich gerade sagen. Ash, du bist Biologe später, ne? Jetzt kannst du Oma mal gucken lassen. Hast du es scharf eingestellt? Kann man das jetzt gut sehen? Ja. Ja, okay. Das ist voll krass. Ich habe zuerst gedacht, das ist gemalt oder so, aber es ist das richtige Bein. Das sieht aus wie auf dem Bild. Mama, guck mal rein. Oh je. Krass, ne? Ja, wie gemalt, ne? Ja, fand ich auch. Aber es ist nicht gemalt, es ist wirklich das Bein hier drunter. Krass, ne? Das ist deine Sache. So, wir sitzen jetzt alle am Tisch. Moisi, du fehlst noch. Essen? Hast du nicht irgendwas anderes angehabt? Den Pulli, aber das ist zu warm, ne? Ja, dann setz dich mal bitte zu Max hin und dann können wir einmal... Setz dich mal zu Max. Guck mal, Mama hat sogar hier Pfannkuchen mitgebracht, mit einmal mit Tee, mit Quark, ne, Mama? Und einmal ohne, oder? Genau. Also, guten Appetit hinsetzen. Wollen wir nachher ein paar schöne Fotos machen vom Tannenbaum? Ja. Okay. Nee, wollen wir nicht. Ja, wieso nicht, doch. So, Max und Christi sind jetzt hier weg. Mama ist noch da, Ash will zum Freund. Wir haben jetzt gerade Geschenke ausgepackt. Mama hat von uns das Album bekommen, hat sich sehr, sehr gefreut. Und genau, hier sind die restlichen Geschenke, aber die kennt ihr, die habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Genau, und mein Kind geht jetzt zum Kumpel. Mit neuen Jacke, ne, hast du? Ja, guck mal, schön. Und passt aber ganz gut, oder? Ja. Sieht aus wie ein Gangster. Nein. Kapuze. Aber die ist schön warm auf jeden Fall. Ja. Passt, ne? Mhm. Ist schön warm. Ja, sieht gut aus. Steht dir. Warm auch. Ja? Ne? Ciao. Ciao, bis später. Tschüss. Viel Spaß. Fährst du mit dem Roller oder Fahrrad oder? Roller. Okay, ciao. Das ist kalt geworden irgendwie jetzt, ne? Ciao. Es ist jetzt kurz nach 2:30. Meine Mama will gleich nach Hause mit Klaus und wir wollen eine Runde spazieren gehen. Das Wetter ist so schön und alles ist gepackt. Die Geschenke sind gepackt und jetzt geht's raus. Ich bin schon mal fertig. Ich habe hier meinen neuen Schal. Der ist so schön kuschelig. Das ist übrigens von Esprit. Total warm. Also, jetzt geht's raus. Wir haben es draußen 4 Grad und das ist echt frisch. Mein Schnucki bewässert gerade die Tannen. Hat eine coole Taktik. Er hat da so einen Damm gebaut und aus der Regentonne direkt kommt das Wasser jetzt raus. Cool, oder? Wir haben einen Wasserfall jetzt. Und hier selbst so ein Wasserfall. Cool. Ihr Lieben, wir sind jetzt gerade unterwegs. Das auch so ein und das Pferd kam gerade zu uns an. Es ist so schön draußen. Hm? Wieso sind die so nass, so als wenn die Ewigkeiten nicht gewaschen worden? Vielleicht lagen die irgendwo im Matsch oder so. Es hat auch gefroren heute Nacht. Noch einer. Na, doch mal schnuppern. Schnuppert ihr überhaupt oder beißt ihr die Hand ab? So, wir sind jetzt hier schön draußen und die Sonne scheint heute so schön. Mein Schnucki ist auch schon hier neben mir. Genießt die Sonne. Der Wind ist aber noch ein bisschen kalt jetzt, haben wir gerade gemerkt. Eigentlich wollten wir in die Richtung jetzt weitergehen, aber der Wind kommt zu kalt. So, wir sind schon gleich zu Hause. Das war so schön, aber der Wind war ein bisschen frisch. Und schon sind wir zu Hause. Ich mache gerade was zu essen. Das Fleisch, das restliche Fleisch wird jetzt hier einfach angebraten mit ein paar Gewürzen. Denn möchte ich gerne die Chips überbacken. Und zwar mit Käse. Wird einfach so darauf gestreut. Ich weiß nicht, Ash, isst du mit mir welche mit, Jana? Was? Na gut, dann musst du alleine alles essen. Meine Ohren brennen jetzt, weil es draußen so kalt war. So. Tada. Fertig. Und jetzt kommt das so in den Backofen. Es gibt heute Reste. Alles, was wir noch von gestern noch so übrig hatten, habe ich schon mal aufgestellt. Wir haben hier Salatdressing und Hirtensalat, hatte ich euch gestern auch schon gezeigt. Krautsalat, ganz normal frischen Salat. Das Fleisch brate ich jetzt an. Das Fleisch und ein paar Kartoffeln. Guck mal, so sieht das aus.
Ich habe jetzt auch beides zusammengemischt, das Fleisch, also Rind und Hähnchen. Und hier drin haben wir nochmal zwei Baguettes und die überbackenen Tortilla-Chips. Ich habe auch schon richtig Hunger. Guten Appetit. So meinst sieht du, unser dass du denn Tisch jetzt hier aus. Was? Guten. Guten. Bist du müde? Ja. Mein Schnucki hat gerade geschlafen. Ganz kurz. Ja, muss man ja auch. Das ist ja Weihnachtsnachmittagsschlaf. Also, wir essen jetzt erst einmal. Ihr Lieben, es ist mittlerweile gleich 16:30. Wir haben jetzt lecker gegessen. Alles abgeräumt. Ich habe die Wäsche sogar schon gemacht, also die zusammengelegt. Und jetzt würde ich ganz gerne euch nochmal meine Geschenke in Ruhe zeigen. Ich hatte ja von meiner Mama auch noch was bekommen und von Klaus. Und deswegen würde ich mal sagen, los geht's mit den Geschenken. Wenn die Kamera scharf stellt, ja, tut sie. Das ist die Tüte von meiner Mama. Und zwar hat sie einmal die Walnusskerne geschenkt, dann Mandarinen und Apfel und Birne, Walnüsse und kennt ihr das? Das ist dieses Milchmädchen, also diese gezuckerte Kondensmilch, also so Geschirnke, halt nur in klein, das ist total praktisch. Habe ich noch nirgendwo gesehen, aber sie sagte, Edeka hat es wohl. So ganz klein. Und einmal, ich hatte schon aufgemacht, ne? Ein H&M-Gutschein hier drin in der Karte. Wartet mal. So. Kurz mal raus. Und einmal H&M-Gutschein. Dann haben wir hier eine wunderschöne Rose, auch von meiner Mama. Dann gab es Parfüm, und zwar von Kappa. Das riecht unheimlich gut und frisch. Dann einmal dieses von Betty Barclay. Das riecht auch total gut. Dann gab es diese Erdbeeren, die sind, wie nennt man die denn? Gefriergetrocknet oder so. Jedenfalls sind die mega lecker. Von meinem Ash habe ich so eine coole Naschi-Box bekommen. Guckt mal. Mit Mikado-Stäbchen als auch Labello. Labello. Er weiß ja, ich liebe Labello, ne? Und einmal so ein Lipgloss, auch von Labello. Die Farbe ist auch total cool. In Rosé. Und ganz viel Süßes. Auch ganz praktisch. So ganz kleine Riegel, die man dann zwischendurch mal essen kann. Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Hat sich alles hier geklebt. Ich glaube sogar mit Heißkleber. Ja, alles fest. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und Labello hatten wir diese beiden Sorten. Einmal mit Feige und Kokosnuss. Und einmal Kirsche. Genau, und einmal der Deckel. Dann gab es richtig schöne, warme Handschuhe. Die hat mein Schnucki auch, nur halt eben für Herren. Die hatten wir irgendwann mal, glaube ich, auf dem Weihnachtsmarkt in Molfsee oder so gekauft. Die sind unheimlich warm und vor allem mit Lammfell hier drin. Und sowas brauche ich, weil wenn ich auf dem Fahrrad fahre, mir frieren die Finger ab in den normalen Handschuhen. Dann gab es ein Parfum von Bilou. Das riecht auch sehr gut. Dann haben wir von Ash noch einmal die Creme. Die riecht richtig nach Keksen. Also es kannte ich gar nicht. Also ja, dann nochmal ein Parfum von S. Oliver. Habe ich auch von den Kindern bekommen. Das riecht auch sehr gut. Habe ich von Ash wieder bekommen. Das riecht auch total frisch. Also es riecht wirklich sehr gut. Dann gab es zwei so schöne gestrickte Kissenbezüge mit solchen Bommeln hier dran an jeder Ecke. Das ist voll schön. Also wenn ich nachher die roten Kissen austausche, kann ich halt eben so ein bisschen was Kuscheliges dran machen. Also man liegt wirklich auch sehr gemütlich drauf. Dann gab es eine Nike-Sporthose. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das sollte ich mal machen. Und zwar in dunkelblau. Das hier ist Größe M. Ich befürchte fast, dass sie zu groß ist. Aber ja, man kann sie ein bisschen kleiner stellen. Also auf jeden Fall habe ich endlich mal eine Jogginghose. Beziehungsweise ich habe eine, aber nur eine. Und die muss ich dann immer schnell waschen und wieder anziehen. Also jetzt habe ich eine zum Wechseln. Und das hier ist was ganz, ganz Cooles. Das hatte ich euch ja schon im Tip-Top-Video gezeigt. Das sind solche schönen Bilder. Die habe ich mir gewünscht. Ganz kurz, warte mal. Mal rausholen. Das sind so verschiedene Poster sozusagen, die kann man dann austauschen. Dazu gibt es passende Bilderrahmen, die habe ich auch schon, die zeige ich euch gleich nochmal. Da werde ich das nachher, wenn die Weihnachtsdeko wegkommt, eben ein paar schöne Bilder da an die Wand stellen, also auf diese Regalböden. Es gibt immer so mit Sprüchen drauf, also entweder so ein Spruch, man kann halt eben drehen, ne? Das ist total praktisch.
oder so ein Bild. Dann gibt es hier einmal diese Seite und diese. Finde ich total cool. Das hier finde ich auch total schön, so ein Spruch zwischendurch oder halt das. Und es gibt nochmal in DIN A3 solche Poster, das finde ich ja total schön, also diese Trockensträuße. Allerdings gibt es auch die andere Seite und zwar diese hier, also einmal die, einmal diese. Dann gibt es zur Auswahl diese Seite, ist auch so halt eben trocken, eine Trockenpflanze oder diese. Sieht auch schön aus. Dann gibt es Pampasgras. Guckt mal, ich liebe das ja, ne? Das habe ich auch alles in echt hier stehen. Oder diese Seite. Aber bei dieser Seite sieht schon fast aus wie diese, also drei. Aber nun gut, das kann man sich halt eben aussuchen, ne? Je nachdem, was man möchte. Und dann gab es diese Seite. Einmal die und einmal die. Das finde ich total schön. Ich bin nur gespannt, wie das nachher an der Wand auch wirkt. Also wie das dann aussieht. Ich hoffe gut. Ich bringe ja mal ganz kurz mal die Bilderrahmen mal dazu. Hierher. Und hier sind passende Bilderrahmen. Ich habe diesmal mir tatsächlich einmal aus Holz welche bestellt. Die sind auch total schön und passen auch ganz gut halt eben zu diesen Bildern, also zu diesen Sprüchen oder auch, guck mal, auch so. Wie gesagt, das muss ich nur noch einmal einrahmen und dann sind die Bilder auch schon fertig. Jo, also vier Stück habe ich jetzt von den großen, weil es gab vier und von den kleinen dachte ich eigentlich, habe ich nur zwei, aber dementsprechend auch nur zwei bestellt. Aber irgendwie sind hier vier, oder? Ah, nee, drei. Eins, zwei, drei. Ja, muss man dann mal schauen, ne? Also, drei gab es davon, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wären wirklich nur zwei. Ja gut, meine Lieben, also, das werdet ihr eben alles wegpacken. Ja, und schon ist der Tag rum. Der erste Weihnachtsfeiertag, das war wieder so schön. Auch gerade so mit meiner Mama habe ich ja vorhin geschrieben. Es war so schön mit euch. Die sind zu Hause angekommen. Und dann hat sie mir noch zwei Videos von meiner Nichte geschickt. Ich musste so lachen, aber meine Schwester hat sie mir noch gar nicht geschickt. Sie hat ihr einen Luftballon, so Helium, mit Helium befüllt, einfach an die Händchen ran gemacht. Und dann wollte sie es aber immer essen, in den Mund stecken. Und dann hat sie aber ans Beinchen gebunden. Und die hat sich so gefreut, die Kleine. Die hat die ganze Zeit gezappelt und sich natürlich den Luftballon angeschaut. Finde ich total niedlich. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch diese Videos nochmal angeguckt. Ja, und das war wirklich total schön. Auch das Frühstück war sehr lecker und ja, so schnell geht die Zeit, ne? Mein Schnucki sitzt noch am PC und schneidet das Video, ich weiß nicht, wie weit er jetzt da kommt. Wir haben wirklich über 60 Minuten aufgenommen, das ist viel zu lang und hatten sogar drei Kameras oder zwei, nee, wir hatten drei insgesamt und ich hoffe, dass er das auf zwei einmal kürzt, wir hatten so eine Handkamera halt. Ja, und jetzt sitzt er und ja. Schneidet das Video für euch. Ja, ihr Lieben, morgen bekomme ich wieder Besuch. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen das aufnehme. Morgen gibt es wieder Raclette. Und muss ich mal schauen. Ich denke mal, schon fast ja. Ich bin auch irgendwie kaputt. Das liegt daran, dass wir irgendwie so spät im Bett gestern waren und heute relativ früh aufgestanden. Den Ofen habe ich gerade angemacht. Ich habe jetzt noch ein bisschen Papier gehabt zum Verbrennen. Und ja, das war aber wirklich total schön. Auch gestern Abend und auch die Bescherung war so lustig. Also ich habe schon zu Aran gesagt, er soll vielleicht das Video lieber teilen in zwei Teile. Dann wäre es vielleicht eine halbe Stunde jeweils. Ich weiß nicht, inwieweit er das jetzt kürzt nachher. Denn zu lang ist natürlich auch zu heftig für euch. Ja, meine Lieben, also ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet schönen Heiligabend gestern und schönen ersten Feiertag heute. Ja, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und passt auf euch auf. Tschüss. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree.